Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Und mein Control-Stick ist auf einmal irgendwie glitschig, ich habe keine Ahnung warum. Er war es doch auch vorher nicht. Ist ein Buhu etwa hier reingekommen und hat ihn angeglitscht? Wer weiß das schon. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt zur Toilette, denn wir müssen einmal richtig heldenhaften Schiss abliefern. Und ja, das Toad. Der hüpft sich ein ab vor Freude. Hier ist es so dunkel noch. Ich muss immer noch meine Lampe hier benutzen. Wenn man ganz genau hier hinhört, kann man etwas Gruseliges hören. Tja, was das wohl ist, das werden wir erst später erfahren. Es hört sich auf jeden Fall sehr komisch an. Was zum Teufel ist das hier? Ich meine, was? Oh, es ist ein Geist. Hey, ich will dich untersuchen. Ah, selbst diese schöne Melodie bringt mich nicht weiter. Was muss ich nur tun, um ihr Herz zu gewinnen? Natürlich, Leidenschaft. Darum geht es. Ich zeige ihr mein brennendes Verlangen, das ich empfinde. Meine lodernde Leidenschaft wird sie verzehren. Tja, so viel dazu. Oh, die Tür ist offen. Hey, es war ein Toad. Anscheinend. Toilette. Toilette. Was für ein schlechter Wortwitz, ey. Geld! Komm her. Herz! Noch mehr Geld! Und ein verdammt schlecht gepflegtes Toilettenpapierreservoir. Und ein Schlüssel im Klo. Was macht ein Schlüssel im Klo? Ah, okay. Toad, weißt du, warum dort ein Schlüssel im Klo ist? Warte, ich will es gar nicht wissen. Ich will erstmal hier oben regeln. Okay. Ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Ah, sorg dich nicht drum. Oh, dann kümmerst du dich darum? Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Auf fein! Ja, danke, dass du mich an meinen beschissenen Job erinnert musstest. Beschissen. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel aus dem Klo gefischt. Hey, weg mit dir. Und werden jetzt den Schlüssel benutzen. Schwups, 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 schwups. Hier, haben wir das hier schon untersucht? Ja. Epische Animation. Oh nein, diesmal wird sie ja wieder falsch rumgehen. Oh, dieser Schmerz der Logik. Gut. Oh, was ist denn hier los? Oh, yay, die Stube der Seherin und es glitzert. Alles klar, es glitzert, wenn wir die Kugel anscheinen. Wow. Die Seherin hat auf jeden Fall Geld gebunkert. Oh yeah! Kann ich hier durch? Oh, in der Tat. Oh. Nicht sehr fein. Der Spiegelsaal. Uah. Hey, lass los! Wo ist er? Da. Ah, verdammt. Hey! Komm her jetzt, ey. Ich hab die Geduld verloren mit dir, du Spinner. Okay, die Geister sind unsichtbar und nur im Spiegel können wir sie sehen. Oh yeah! Da habe ich den wohl eiskalt erwischt. Na, wer will noch nicht? Wer will noch nicht? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Uah, komm her! Oh nein, der andere kommt immer näher und er hat mich. Lass mich los. Solche bösen Geister, ey. Die umarmen einen zu Tode. Spiegel, sei mein Gefährte in diesem Kampf. Hinter mir! Oh, verdammt. Hinter mir, immer noch. Hilfe, er kommt immer näher, immer näher, immer näher. Er hat mich. Ah! Ha, erwischt. Oh, verdammt. Die Lampe fällt aus. Nein. Sie ist kaputt. Hey, doch nicht. Problem. Da habe ich den Geist wohl ordentlich verarscht. Ah, Licht. Das heißt kein Geist mehr. Was haben wir denn hier drin? Oh, das sieht ja cool aus. Alles klar, was ist es denn? Oh, schon wieder.
Immer diese Igitt. Ich habe langsam Angst vor denen. Aber der Soundtrack ist so cool, dass ich ihn immer weiter hören möchte. Mann, habe ich einen tollen Mustache. Okay, weiter geht's. Hey Luigi, was hast du da gefunden? Das sollten wir mal näher betrachten. Ja, dann guck mal besser. So. Oh, ach, das ist eine Feuerelementmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du Feuergeister fangen. Wie? Was ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, du triffst sie überall dort, wo eine Flamme brennt, mein Junge. Die Geister selbst bestehen aus Feuer, wenn du so willst. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheuchst du sie auf und sie flüchten in die Luft. Das ist der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Danach kannst du durch Drücken der L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen entzünden und so weiter und so fort. Sei erfinderisch. Ein Anzeiger am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist doch einfach, oder? Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na, das ist doch gut. Feuergeist! Oh, jetzt pass mal auf. Yeah! Ist das nicht der süßeste Geist, den ihr je gesehen habt? Okay, auf jeden Fall ist hier auch ein Buhu drin. Das muss man sich merken, sobald man einen Raum gecleant hat, auch gleich nach einem Buhu untersuchen. Spüre den Zorn von Kung Bu! Kung Bu. Oder Kung Bu? Keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gesehen. Unglaublich, niemand kann dich aufhalten. Tja, ich bin halt zu awesome. So, da die Türme noch geschlossen ist, zünden wir mal hier die Lampen an. Oder die Kerzen, ja gesagt. Yay. Oh, falsch. Hier ist noch eine. Yay, und schon ist es offen. Hm, dann machen wir das gleiche doch auch mal hier. Yeah. Yeah, und das letzte. Und jetzt? Ah, Schlüssel! Schlüssel! Her damit! Oh yeah! Es ist der Raum dort hinten. Okay. Und jetzt leuchten wir das Ding mal an hier. Wow! Wow, wer bist denn du? Du siehst ja auch wie ein Geist aus, aber scheint so wenig böse zu sein. Eine wirklich hübsche Kristallkugel. Diese Kugeln schimmern immer so schön, wenn man Licht, wenn Licht auf sie fällt. Ich frage mich, ob das auch mit dem Licht meiner Taschenlampe funktioniert. Ja, das haben wir schon ausprobiert. Das Schicksal bestimmt unsere Wege. Ach, das ist also deine Meinung? Um was ersuchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Lecaro, verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie zu mir bringen, dann wirst du Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Okay. Okay. Um was suchst du mich? Sag mir die Zukunft. Oh, nein, nichts. Ich nehme keinerlei spirituelle Vibrationen wahr. Hey, ich habe ja auch keinen Vibrator mit. Obwohl, meine Nase vibriert. Okay, machen wir das jetzt schon? Machen wir das jetzt schon? Machen wir das jetzt? Eigentlich könnten wir das in einen Abwasch machen jetzt, ja. Nämlich, dieser Geist, den wir eben gesehen haben, der hat ja irgendwas mit brennendem Feuer, Leidenschaft die ganze Zeit gelabert, ne? Und sein Kerzenständer, den er da hält, ist feuerlos. Das heißt, wir zünden ihn mal an. Welch Wohltat, Feuer, Feuer! Schöne Sache! Und er rastet auf einmal völlig aus, aber jetzt können wir ihn noch nichts anhaben. Wir müssen jetzt erstmal hier entlang. Wow. Nämlich dorthin, wo er wohnt. Mach auf die Tür. Du schaffst es. Nur noch ein kleiner Klick und du bist drin. Oh yeah. Den Raum werde ich erstmal ignorieren und gleich in den reingehen. Und jetzt warten wir einfach. Wir müssen jetzt einfach nur auf den Diener in der Dienerstube warten. Ja, es ist ein Diener. Und hier sind überall Mäuse. Und ich sauge sie ein. Oh, guck mal. Will haben. Danke. So ist richtig. Da kommt er. Mann, hat der einen großen Kopf.
Hab dich. Komm her. Ich will die haben. Bitte. Komm, er will. Yes. Der gehört mir. Oh, bitte berühr mich nicht, du doofer Pilz. Danke. Komm her. Ah, gut. Sieht so aus, als ob da oben eine Schatztruhe wäre. Egal. Öffnen. Yay. Ah, das Zimmer dort oben. Alles klar. Oh, yeah. Wow, shut up and take my money. Okay. Das dachte sich der Schrank, als ich redete. Würde ich aber auch bei mir denken, so viel wie ich labere. Hey, er hat einfach eiskalt den Ort gewechselt. Ein Herz. Das könnte ich gebrauchen. Yeah. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Blöder Ball, du bist der Weg. Wow, die Nähmaschine. Ich bin Bukuk. Aha, Bukuk. Komm her, Schwupps. Yeah. Hey du, du bist ja nicht zu bremsen, Luigi. Fantastisch. Tja, ich bin halt Luigi. Und jetzt eine kleine schöne Sache hier. Guck mal, Mauseloch. Autsch. Tja, geheimer Raum der Villa. Verborgener Raum. Wir saugen erstmal die ganzen Fledermäuse ein und haben dabei schon eine Schatztruhe geöffnet. Wobei, man muss sagen, nicht alle Schatztruhen hier sind gut. Komm her. Ich will dich haben. Haben will. Haben will. Danke. Manche Schatztruhen verbergen hier böse, böse Geister. Wie zum Beispiel der hier. Oh. Ich hab den Geist getrollt. Stirb! Und er verpuffte einfach. Oh, da ist nicht mal was drin. Yay! Ah, es ist immer schön, Geld in der Hand zu haben. Geld ist immer was Tolles, nicht wahr? Geld regiert die Welt. Selbst in Videospielen. Und die jetzt. Boah! Du verarschst mich einfach, du Trolli. Komm her. Und ich hab dich. Und dann nehme ich den dort. Los, verwandel dich in Staub. Mann, bin ich fies. Komm her. Der letzte Geist. Oh nein, es ist so heiß. Ich schwitze mir hier ein ab. Wie kannst du das sagen? Ich bin scheiße. Und der Raum ist gekleant. Und wie könnte es anders sein, dass wir hier noch eine Belohnung kriegen? Aber die will ich erst erhalten, wenn ich den Buhu habe. Buchstabier! Hey! Fieses Schwein. Gut. Yeah! Eingesteckt. Einen grünen. Und einen roten. Eingesteckt. Okay, hier ist dann wohl nichts mehr, außer eine Bombe. Und zurück! Den Buhu will ich mir vorknüpfen. Ah, aua. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Du bist nicht echt! So, in die Waschküche. Die Waschküche. Oh, der Buhu hat sich verpufft. Stirb! Obwohl, du bist schon tot. Was könnte man dann zu dir sagen? Degradier dich. Her damit. Her damit. Danke, danke, danke. Hey, du Umami. Lass, lass, los, lass, los, lass. Hey, Menno. Los, 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 Geisti. Komm her, komm her, komm her. Und gotcha. Gotcha, gotcha. Gotcha this time. Oh, ein Herzilein. Herzilein. 100%. Yeah. Oh, schon wieder einer. Wow. Diesmal übertreibt die Sorry. Wow, umarme dir. Wow, da, da. Wow. 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 Das war knapp. Wow, yes.
Damit haben wir diesen Raum auch gecleant. So. Yay! Noch mehr Money. Selbst hier ist ein Buhu. Aber erstmal kurz, zack. Wer hätte das gedacht? Marios Mütze. Das ist Marios Mütze und sie ist sogar frisch gewaschen. Wer macht sich so viel Sorgen um Mario, dass er sogar seine Mütze wäscht? Es ist... Wow, ein Fake. Und hier? Das Original. Yo, bleib cool, ich bin DJ Bubu. Okay. Komm her. Flup, 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 flup. Hervorragende Arbeit. Yeah. Dann speichern wir mal wieder. Ich gucke jetzt mal, ob der Buhu wieder in dem anderen Raum ist, weil ich ja Flup gehört habe, als ich hier die Geister besiegt habe. Okay. Die Klorollen waren unschön. Okay. Was zum Teufel? Oh, das hat es mir angetan. Luigi ist verknallt in ein hässliches Etwas. Das wird Daisy ja gar nicht gefallen. So. Irgendwo hier muss ja der Buhu dann geflüchtet sein. Dann müsste er ja irgendwo hier sein. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich mag es nicht, wenn die Buhus sich verduften immer. Dann sind sie irgendwo immer da, wo man sie gar nicht erwarten würde. Okay, hier auf jeden Fall nicht. Im Ankleidezimmer oder im Vorzimmer, die wichtigsten Räume in der gesamten Villa. Aber 9 Stück haben wir schon, ey. Ich meine, hey, das ist nicht schlecht, das ist gut. Und die Buhus werden ganz später, also nicht ganz später, so ab der Hälfte ungefähr, ganz schön resistent werden, das sei gesagt. Also die halten dann echt scheiße viel aus, die Buhus. Dann kotzen die auch richtig an. Mario! Ich könnte jetzt eigentlich das Zimmer überspringen, weil ich weiß, dass er dort nicht drin sein wird. Aber hey, ich bin ja so sozial und gehe durch alle Räume, um euch sogar noch zu nerven damit. Schön, dass auch der Raum hier, der Flur hier jetzt erleuchtet ist, weil der Bossgeist hier besiegt wurde. Ah, der obere Bereich ist schon komplett erhellt. Ich fühle mich so heimisch in der Villa. So, aber hier ist es wieder dunkel. Und du bist nicht echt. Ha. So, wir könnten jetzt mit Marios Mütze auch zu Madame Le Caro gehen, aber das werde ich nicht tun, weil ich erst zu ihr hingehen möchte, wenn ich alle Gegenstände von Mario habe, weil dann möchte ich alles auf einen Schlag machen. Wir gehen jetzt als nächstes ins Musikzimmer. Dort, wo der Diener so gefaselt hat von der Frau, in die er verknallt ist. Ja, sie befindet sich in diesem Raum. Und den Raum finde ich extrem geil. Es ist das Musikzimmer. Und hier ist ein Geist, der spielt auf dem Klavier. Dieses Straßenkind sieht aus, als bekäme es nicht eine einzige Note zustande. Challenge accepted. Aber erstmal ein bisschen rumgucken. Oh! Ah! Das kann ja nicht wahr sein. Nein. Münzies. Lass mich wieder wachsen. Na? Ich glaube, ich habe schon zum Wackeln gebracht. Okay, Challenge accepted. Ich krieg keine Note zustande, das wollen wir noch mal sehen. Ja, durch den Stuhl ficken garantiert nicht. Ah, schön. Yay! Das ist cool, wa? Ach ja, schön. Und da geht sie voll ab. Ja, ich kann doch vorher. Ich heiße Melodia. Man nennt mich die geistreiche Schönheit der Elfenbeintasten. Welch eine rührende Darbietung. Seit Jahrhunderten hat mich kein Stück mehr derart verzaubert. Du scheinst mir sehr musikalisch zu sein. Magst du dir meine Klaviersonate anhören? Okay, ganz genau hinhören.
Na gut, ich fange an. Es müsste Sky Atlethics sein, oder wie man es ausspricht, von Super Mario Bros. 3. Übrigens, dieses Stück stammt aus einem berühmten Spiel. Kennst du diesen Klassiker? Super Mario Bros. 3. Ganz genau, du hast recht. Sehr beeindruckend, wie ich sehe, bist du musikalisch annähernd so bewandert, wie ich es bin. Möchtest du dich nicht vielleicht ein wenig mit meinen lieblichen Notenblättern auseinandersetzen? Nein, nein, die beißen. Die will ich nicht. Komm her, jetzt bist du dran. Erst deine Notenblätter und jetzt du! Na komm, ich will, nein, die darf nicht ziehen, sonst kriege ich nicht... Ach, Gold, gut. Oh, na toll, das war ja praktisch. Schnell, die Kugeln, die warten auf dich, Luigi. Hey, ich will die da oben haben. Wachse. Danke. Hier waren keine mehr? Gut. Puh. Bis jetzt haben wir alle Gold, ne? Ach, wieder nur ein Fake-Ball. Ich fühle mich so verarscht. Yay. Wow. So rate, warum ich Bumeo heiße. Warum wohl? Weil du rund bist. Das ist der Grund. Gotcha this time. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich speichere. Und dann werde ich das hier öffnen. Und da werde ich den Schlüssel einsammeln. Da werde ich ganz glücklich sein, wohin er uns führen wird. Nämlich, oh, zu dem Raum, den ich bereits erwähnt habe, wo die komischen Geräusche herkamen. Aber was diese komischen Geräusche verursacht hat, werden wir erst im nächsten Part sehen, Freunde. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gruselige, schauderhafte, geistreiche Nacht und Tschüssele.